Und da sind wir schon wieder. So, was ist eigentlich in der letzten Folge passiert? Um das zusammenzufassen, ich habe eigentlich mehr rumgeschwätzt und rumgepurbelt, als jetzt hier irgendetwas Interessantes zu machen. Wir sind immer noch in derselben Aufnahme. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt das Teil total falsch angebaut habe. Verflixt. So. Ach komm schon. Muss ich von hier aus machen, ja? Erstmal baden gehen. Wisst ihr, das mache ich ja auch immer. Weißt du, ich gehe jetzt immer baden, bevor ich irgendetwas da einbaue. Weil dann funktioniert es auch. Was halt natürlich keine Garantie ist. So, was haben wir denn hier? Halt. Ja, da kommt hier gar nichts raus. Oh. Da auch nicht. Kommt da noch was raus? Schau mal noch ein paar. Es sind 6 in Gods. Wo haben wir das Zeug? Wo haben wir das jetzt? Ich suche es. Ich finde es aber nicht. Haben wir bestimmt da drin. Haben wir auch nicht da drin. Kalamatroppe. Kalamatroppe. Ich kann kein Gold ausfüllen. Weil ich das blöde Ding verstopft habe. Da haben wir noch. Ich habe 3 reingesetzt. Ich brauche noch 6. Um den Block dann endgültig auf Vordermann zu bringen. Okay. Ah, guck, das ist der Tank, was der anzeigt. Kann man noch Tanks oben drauf machen? Heizer! Mann, mein Bein. Gut. Dauert ein bisschen. Und uns geht so langsam die Lava aus. Schwupps. Da, komm. Der Rest durch. Der Rest durch. Rest! Verdammt. Verbrennen tun wir auch nicht. Genau. Diese Musik passt gerade zu meinem ultimativ coolen, doch saublöden Sachen, die ich hier gerade mache. Mache ich sowas hin? Nein, erstmal nicht. Erstmal abwarten, ich habe vielleicht eine andere Idee. Wie man diese Katastrophe jetzt irgendwie abwenden kann. Aber wenn ich jetzt diese Idee ausführe, werden mir aber wahrscheinlich wieder die Teile um die Ohren fliegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, das, der Platz wird gerade zu lang. Könnte gerade zu lang hier. So. Macht er nicht. Toll. Bin echt begeistert. Und ich kann nichts aufdrehen. Außer hier vielleicht. Da fehlt uns aber ein Gerät, was wir brauchen. Ein einziger Barren. Ja, dann suchen wir mal einen Barren. Das wird nicht klappen. Aber hey.
Man kann sich ja auch richtig blöd anstellen, ne? Wo haben wir denn Sand? Ich habe ja noch mal nachgeguckt, ob ich überhaupt das Zeug im Inventar habe. Na, siehst du mal, ne? Wo hast du denn Sand? Manchmal könnte ich mir selbst in die Fresse kloppen. Naja, bester Let's Player ever. Ah, phänomenal. Eieiei, es brennt schon wieder. So, ein Haufen Aufnahmen hier. Jawoll, wir haben jetzt das erreicht, was wir jetzt nochmal brauchen, zusätzlich. Aber weißt du was? Warum nicht gleich noch eins machen? Dann können wir auch nochmal noch einen separaten Ausguss machen. Und zur Belohnung bekommen wir sogar noch ein Eis. Aber das Lustige ist, einen separaten Ausguss, du bist so blöd. Du brauchst ja nochmal, nochmal Sex. Ah, warum? Ah ja, klar, natürlich. Es liegt doch auf der Hand, Leute. Wir brauchen nochmal so eine Füllstation. Alles miteinander verknüpft. So. Ich denke, das müsste lang hier. Hätte eigentlich auch noch die letzte Brennwirkung von dem mitnehmen können. Eins. Und dann ist auch das Holz verbrannt und wir können unsere Kohle da rein scheppern. Oh! Scheiß die Wandern! Ja, man muss sich einfach nur mit was anderem beschäftigen, denn dann hat man schon die ganzen Sachen, die man eigentlich hier benötigt. 21. Ist das durch 3 teilbar? Jawohl. Nämlich durch 7. Gibt 7, ne? Machen wir 7 Bücher. So, das letzte Holz. So viel zum Thema Holz, komm. Da, genau, das. Das kommt da rein. Und wir machen einen weiteren Ausguss. Da wir halt natürlich so blöd dafür waren. Kommt hier nochmal was hin. Da nochmal was hin. Schön, dass es da draus fliegt, ne? So. Du bleibst mal draußen. Jetzt kannst du. Ja, und was haben wir vergessen? Ihr habt recht. Wir haben vergessen. Ja, du gut, gehst mal wieder raus. Wir haben vergessen, das Gerät hier zu machen. Ja, ja. Wie sagt man so schön? Es ist wie beim Pinkeln. Hände ans Gerät. So, da können wir jetzt das Gold reinfüllen. Dann können wir hier nichts reinfüllen. Wir können aber hier das voll machen. Wenn es möchte, ne? Wir werfen mal mit. Machst du das voll? Oder backst du jetzt rum? Das Eisen können. Okay. Erstarre. So, wir haben einen Eisenblock. So, den Rest können wir da natürlich reintun. Den Eisenblock können wir zerlegen. Und wenn das fertig ist, haben wir noch einen Eisenblock. Hä? Warum so viele? Es kommt noch mehr. Was haben wir da eigentlich alles reingekippt?
Oder ist es ein Bug? Nein. Nein, es ist nicht. Und dann kippen wir hier den Rest rein. Dann müsste die Brühe jetzt eigentlich schon langsam leer werden. Oder auch nicht. Mist. Naja, haben wir halt verschiedene Gussstationen. Wie viel habe ich noch eingegeben? Wow. Da kriegst du Nuggets raus. Und wenn ich das jetzt rein tue. Die Barren. Kann ich das dann da runterkippen? Hat zwar vorhin nicht funktioniert, aber. Aber lustig, so kann man eigentlich auch den Rest dann quasi machen, ne? Sprich, das Gold hier, und machst du dann nochmal Bach. Die Schmelze ist schon cool. Es dauert halt ein bisschen, bis die ganzen Dinge nochmal eingeschmolzen sind. Ne, das macht er nicht. Aber das hat er gemacht. Okay, okay. So, da haben wir 24 Barren. Und hier ein Ingot und 4 Nuggets. Sprich, wir brauchen 5 Nuggets und ein paar Ingots. So. So, aber wie ist es jetzt dazu gekommen? Naja, komm, fließen wir den Rest da rein. Das hat er nicht gemacht. So. Jetzt ist halt die Frage: Kann ich das da rein? Nein. Aus was mache ich die Gussform? Ich habe die Schablonen jetzt gezeichnet. Die Schablonen. Machen wir weiter. Na gut, hier haben wir die Schablonen. Das heißt, sprich, wir brauchen solche Schablonen. Versenker Ziegelstein. Wissen wir ja, wie man das macht. Duralium. Wo kriegen wir das hier? Seidiger Edelstein, Duralium. Gibt es noch eine andere Sache? Das ist auch dieses Ingot-Case Materialkost. Das hier geschmolzenes Duralium. Das Ingot-Case. Ja, die Case machen wir. Keine Ahnung. Goldbeere. Das wissen wir auch, wie man das macht. Ja, mal gucken. Stein, Holz, Eisen, Stahl, Schaufel, Schein. Angenommen. Jetzt beispielsweise das da. Okay. Da brauchst du dieses Duralium. Chisel. Chisel brauchst du. Chisel.
Schüssel. Cast. Also musst du das eigentlich verhärten? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken nochmal in den Büchern nach. Schon wieder Nacht geworden. Ihr wisst, was das heißt, ne? So. Ui, verzaubertes Buch. Wir machen erstmal die da rein. Wir brauchen ja ein bisschen Platz, um zu lesen. Halt. Du und deine Materialien. So. Wo ist das schwarze Buch? Ja, die mächtige Schmelzerei. Okay, ja, dann gucken wir mal nochmal hier. Ja. So, wir wollen erstmal schauen, wo wir da hinkommen. Ja. Du machst Resistenz und damit machst du Speed. Das ist Auto Repair. Okay. Ah, da ist es gleich gebacken. Und da holst du Moos. Ah, da machst du Glück. Da machst du scharf. Da machst du Feuer dran. Okay. Cool. Habt ihr es gesehen? Ne? So macht man das Gerät, wo ich schon drauf gedrückt habe. Hat er dann angezeigt. Ja, Silky Clothes mit einem Nugget. Und das dann mit einem Smaragd. Und dann. Und das ist dann Reinforced. Ah, Entschuldigung. Multi-Use. Ah, hier, Knockback. Du machst einfach einen Pisten dran. Kanal. Ich gucke mal. Sieht man das jetzt auf der Karte? Gut, dass jetzt da geknallt hat. Ich hab meine Zweifel. Ah, unsere Hütte war das nicht. Lesen wir weiter. Ja, ja. Okay, mit Erde. Was passiert dann? Elektrisch. Und hier kannst du die Erde verändern. So. Aha. Okay. Ätherstern kannst du auch noch verwenden. Okay. Dann das zweite Buch. Recipes. Okay. Ja, das haben wir alles schon angeguckt. Da die Zugbrücke etc. Okay. Nein, macht er nicht. Igniter. Was macht der Igniter? Aus was ist denn der eigentlich? Was ist denn das? Okay, Blutobsidian. Ja, das habe ich schon verstanden hier. Forming Cast. Du brauchst als erstes irgendetwas anderes. Was du dann in die Form reindrückst. Ja.
Ich glaube, da sind wir ganz schön auf uns alleine gestellt. Es ist grün. Grün heißt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mit ihr. Schleimwerkzeuggriff. Schleimtupart. Tumschad. So, und die Schablone ist dann zum Basteln oder was? Keine Ahnung. Machst du hier jetzt beispielsweise du. Aha. Und das jetzt? Was passiert dann jetzt? Oder was anderes, ich habe keine Ahnung. Da unten. Oder da jetzt. Okay. Basteltisch. Machst du zwei Stücke draus, okay? Ah, okay, das geht. Holzwerkzeuggriff. Ach, interessant. Das kriegst du nicht hin. Noch nicht. Angenommen, will das hier, macht er nicht. Aber ich habe was anderes entdeckt. So, ja, irgendwie sprachlos, ne? Das kann ich. Dieses andere Zeug drüber füllen. Aus was mache ich das? Da waren die Rezepte für das Zeug. Aluminium Brass. Made from Aluminium. 3 und 1 Copper. Wir haben Copper. So. Dieses Aluminium Brass werden wir wahrscheinlich einschmelzen müssen. Da haben wir du. Weiß ich nicht, ob wir das haben. Ich weiß es echt nicht. Mann. Das ist eigentlich, wenn man Obsidian einschmelzt. Obsidian. Irgendwie. Die sind nur mal Gauzen hier, die Kerle. Aber wir haben ein Stückchen gekriegt. Stimmt, wir können ja Obsidian, können wir ja einbrutzeln. Und da haben wir Gold. Dann probieren wir mal auch aus. Leider können wir das leider nicht mit dem Kupfer da machen.
das müssen wir so leider da reinschmeißen, weil einfach wir das nicht mehr bekommen würden. Spiederbeeren. Apropos Beeren, habe ich jetzt gerade welche gepflückt? Ja, egal. So, wir haben ja noch eine Form, wo wir das reinschmeißen können. Na, die Beere ist schneller. Na, gleich reingekippt, Bab. War bestimmt so wie so ein Nugget. Ja, das Obsidian ist gleich soweit. Dann bin ich mal gespannt, was es für eine Form hat. Es ist rot. Wenn ich es da reinkippe, geht das? Nee, geht nicht. Kippe ich es da rein? Macht's gleich voll. Böp. Und wenn es erkaltet, ist es Obsidian. Sehr schön. Das war wieder weise. Hatte ich eine Kiste gehabt? Ah ja, so. Da haben wir Obsidian hergestellt. Wow! Das sind ja richtig Schmotzkartoffeln. Brutal, ey. So. Ja, dann gehen wir mal runter. Holen den Kerl raus. Und dann tun wir den Kerl mal rein. Ein. Nicht alles. Ein. Gut. Und stellen 9 Nuggets her. Dann gucken wir mal wieder. So, 1 und 9 Nuggets. Passiert nichts. Warum muss ich daraus Nuggets machen? Hier. Kupfer Nuggets. Hier 9 Nuggets und passiert nichts. Naja. Dann gucken wir nochmal in unserem Buch. So. Da war das gerade. Aluminium, Brass, ein Copper und 3 Aluminium. Brauchen. Ja, bla 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 bla. Da würde ich gerne wissen, wie man das macht. Grout und das hier. Wie macht man das Zeug? Oder aus was? Das habe ich schon verstanden. Das auch, das auch, das auch. Das auch. Halt! Aus Blut und Obsidian. Der Igniter. Das Geschmolz im Kies. Hm. Wir haben oben noch ein bisschen Platz, können wir das mal schnell ausprobieren, ob das funktioniert. 3 Aluminium, 1 Kupfer. Was passiert? Im Kupferklumpen passiert nichts. Brauchen wir Vollkupfer oder was? Wo ist der Vollkupfer? Okay. Ansonsten müssen wir ja, wo man das Aluminium dann reinkippen kann. Und das vermischt es auch, ich hoffe es. 3 Ingots. Wahrscheinlich, weil ich es nochmal. Ja, stimmt, ich habe 3 rein. Aluminium Brass. Bin ja mal gespannt.
Okay, Molten Aluminium Brass. Warte, okay. Ah, okay, hier. Wir haben eine Gussform von Toolbar Rot. So, sehr schön. Sehr schön. So. Jetzt schwirrt das Teil jetzt schön bei uns herum. Wird schon wieder dunkel. Aber die Nacht machen wir noch durch. Machen die Nacht durch. Hier. Yeah. Schwach. So. Dann kommt da rein. Jetzt habe ich das verstanden. Das ist das Aluminiumbrass. Okay, haben wir noch ein bisschen Holz. Dann jetzt Zeit, weitere Sachen zu machen. Wie zum Beispiel, wir machen hier und Holz. Eine Schwertklinge. Dann können wir hier das, können wir natürlich die Schwertklinge da reintun. Machen wir hier ein bisschen mehr Platz. So, ja, es wird langsam hier. Und das Rott haben wir auch. So, hier, zack. Haben wir doch, hier, Large. Das wollen wir haben hier. Kann jetzt nicht da reindrücken. Mist. Ach, 8 kostet es. Zack. Ja. Aber noch abhängig von dem Materiellen hier. So. Und die restlichen Teile sind ja unten. Sehr cool. Also wir brauchen Bronze, um das richtig schön herzustellen. Dann können wir Obsidian Monsterschwert herstellen. Ja, wie cool ist denn das? Wow, hä? Oh, Langschwerte. Schönes Langschwert. Genial, genial, genial. So. Dann gucken wir mal hier rein. Hier, dann hier, das haben wir schon. Das können wir weg tun. Brauchen ja den Platz. Handguard. Einen Stock kriegen wir noch. Aber wir brauchen noch keinen Stock. Wir brauchen nur das mittelgroßer Schütze. Dann brauchen wir das da. Warum Stock? Verstehe ich nicht. Das ist noch das, was übrig bleibt, oder was? So. Haben wir noch Stock gekriegt. Das haben wir auch schon. Swordblade. Dann können die Sachen jetzt mal rein. Zack, zack. Und zack. So. Ein Buch? Hab ich jetzt gerade das Buch reingesteckt hier? Kannst auch einen Stock machen. Ja, da haben wir das raus. Hier. Ein großes Schwert. Müsste eigentlich weniger machen, ne? So, und sprich, willst du ein großes Schwert, dann ist es doch eigentlich etwas wert. Mach keine Sprüche. Kupfer brauchen wir. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Kupfer wir eigentlich noch haben. So, die Holzteile, die tun wir mal wieder da rein. Stock, das, weil das andere können wir dann nicht machen. Da brennt mir die Sonne, hey. Und dann lesen wir mal nochmal ein Buch. Aus was wir das Riesenschwert brauchen. Wo ist denn das? Da ist es hier. Wir brauchen noch ein Large Pattern. Tassrop, Tassrot. Large Plate. Eine Gussform für Large Plate. Okay. Ah ja, wir haben ja alles hier. Wir nehmen das Teil und gehen an diesen Tisch.
Und wir holen uns Large Blade. Das ist genau... wahrscheinlich diese Fresse. Da ist es ja. Zack. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen fressen. Weil es wird ja eine Large Blade. Ja, sag ich doch. Haben wir eigentlich davon? Nein, haben wir nicht. Haben wir da noch was? Ne, weck dich nicht. Na fies, es wird aber nicht gesagt, was für ein Holz wir benötigen. Ja, Eichenholz hier, Eichenholz, 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 ein Eichenholz, ein Eichenholz. So. Schnell hochgerannt, da rein. Und dann einfach mal hier, da rein, nein, da unten, ne, was? Nein, das da brauchen wir. Zack. Und da haben wir schon mal das nächste. Und was benötigen wir noch? Was? Zwei? Warum zwei? Der hat zwei gemacht. Der Kasper. Naja. Ja, so sind sie halt. Wir brauchen Aluminium. 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 Wir haben aber kein Kupfer mehr. Es kupfert das See. Es kupfert das See. Kein Kupfer. Nein. Doch, wir haben Kupfer. Oh, ist das eine schöne Botschaft. Wir haben sogar drei Kupfer. Drei Kupfer. Aluminiumblöcke. Das heißt, wir können nochmal schöne dicke Lare machen. So. Das heißt, wir tun zwei Kupfer rein. Und wir tun zwei Kupfer rein. Und die Kollegen. Ah, es brennt. So, dann gucken wir zu. Wie das Kupfer den Schmelzwert auf einmal verliert. Hui. Kann ich schon drin rumrennen. Komischerweise. Und das ist geschmolzen. Und auch gleich das. Da wird es ja jetzt immer gelb. Wahrscheinlich ist es mal der Untergrund. Aber das eine kommt ja zuerst. Okay. Jetzt ist alles gelb. So, wir kippen das Salz mal alles da rein. Und es lang. Zack. Das ist ja schon mal das. So. Dann kannst du schon das nächste reinmachen. Ja, ein normales Swordblade. Und halt. Bist du mal Schucke oder was hier? Wir brauchen noch das und das und das. Mal schauen, was, wie viel wir daraus machen können. Ein normales Swordblade können wir jetzt aber auch mal da rein stecken. Und lassen mal das Brühe drüber laufen. Shay, ne? Shay. So, und dann machen wir nochmal die Parierstange. Die kommt jetzt auch mal da rein. Erkaltet, zack. Und dann mal das Teil. So. Und da haben wir ja schon alles. Wunderbar, hä? Gut. Und wir wollen mal so ein Monsterschwert. Das wollen wir, ne? Was haben sie gesagt? Was haben die gesagt? Wir brauchen viel Eisen. So. Und das wird jetzt auch einfach mal hier zusammengeschmolzen. Wir haben 9 Eisen drin. Unser Tank geht auch langsam zu Neige. Ah ja, kommt das. Für das bisschen wird es eigentlich noch lang hier. Und dann kommt das rein. Das kommt rein. Stöckchen. Ja, Stöckchen aus Eisen. Eigentlich flutscht es doch dann aus der Hand. So.
Und wir kippen das Zeug da rein. Ich glaube, das wird alles verschlingen hier. Hört er gar nicht mehr auf. Oh, jetzt. Zack. Wir haben eine Klinge. So, das kommt rein. Das war irgendwie klar. Ich würde ja noch das Zeug von da nehmen, aber ich... Kann ich die Eimer eigentlich auch rein... Ja, die kann ich reintun. Hui. Moment. Momentchen mal. Ich kann die Eimer da reintun. Ich kann die Eimer reintun. Ich kann die Eimer reintun. Wo hab ich das ganze Metall her? Ich kann die Eimer reintun. Ich kann die Eimer reintun. Das kann ich. Ich kann die Eimer reintun. Dann habe ich so eine leise Sache, die mir jetzt gerade in den Kopf rumschwirrt, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade mitkriegt. Da ist die Sache. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch geht. So. Nee, das funktioniert nicht. Dann wird das andere auch nicht funktionieren, was ich habe, ne? Was? Doch, das funktioniert. Ich kann alles einschmelzen. Bis auf verschlissene Sachen. Macht er nicht. Ah ja, komm. Kannst auch noch die. Oh, das scheint aber ein großer Brocken zu sein hier. Aber ein ganzer Eisenbrocken. Das ist doch gar nicht. Das sind nur 6 Eisen. Ja, wir werden sehen. Hier. Da bin ich mal gespannt. Jedenfalls ist das eine schneller als das andere. Es ist schon Tag. Ach ja, komm, mach's ein bisschen länger. Aber nur ein bisschen. Eins brauchen wir. Und 2 von diesen Stixis. Aha. Heavy Melee Weapon. Oh, ich bin schon so gespannt hier. So. Schön reinkippen. Jawohl. Wir haben so eine riesige Platte. Und das sind die Swordblade Case. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die Rods. Ja, Tool Rod. Momentchen mal. Tough Rod. Wir brauchen eine andere Rod. Tough Rod. Ja, ja, ja. Hier, so sieht's aus, ne? Beinahe hier. Ein Fehler gemacht. Stock, Stock, Holz, Werkzeuggriff. So. Das heißt, wir brauchen nochmal. So, die kann man reintun. Die Tool Rod können wir reintun. Die Large Blade können wir reintun. Ja, vor allem noch die ganzen Holzsachen. So. Tool Rod. Was ist das andere? Tough Rod. Was aus? Was ist es? Tool Rod Pattern. Okay. Hättest mich fast gehabt, mein Freund. Leere Schablone. Next. Ja, Pickaxe, Shovel, Axe Head, Sword Blade, White Guard, White Guard, nein, Crossbar Pattern, Tool Binding Pattern. Aha, siehst du mal, da gibt's auch noch für Tool, Knife Blade, das Krisselding, Tough Rod. Wie hinterlästig. Davon zig sagen, aber das wäre ja schon fast zu böse. Momentchen mal. Hey, Buch, hau ab. Buch, geh weg. So.
Und ob das überhaupt noch was wird oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss.